Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zurück hier im Plenum auf dem Panel Geschichte als Waffe. Wir werden also sprechen über die Deutung von Geschichte, nicht so sehr über die Geschichte selber. Wie wird eigentlich mit der Geschichte umgegangen? Und Sie wissen, dass die Geschichtsdeutung immer konfliktreicher geworden ist in den letzten Jahren. Geschichte als Waffe deutet das an. Wir wollen zunächst einmal verstehen, welche Bedeutung Geschichtsbilder in den Ländern haben, um dann so in einem zweiten Schritt auf die Ebene der Beziehung zwischen den Ländern zu gehen und danach zu fragen, wie Geschichtsbilder, wie starke Narrative vielleicht auch gegeneinander ausgespielt werden und die Beziehung belasten können. Ich würde gerne beginnen mit der Umfrage. Wir haben heute Vormittag gehört, dass in Russland sich 85% der Befragten gegen einen Schlussstrich zum Zweiten Weltkrieg ausgesprochen haben. Und das ist jetzt schon meine Vermutung, diese große Mehrheit, die weiter die Erinnerung will, bezieht sich auf den großen Vaterländischen Krieg in Russland und die Erinnerung daran. Mich würde interessieren, und die erste Frage würde ich gerne an Herrn Miller stellen, wir haben in diesem Jahr auch noch ein weiteres großes Ereignis, nämlich die Erinnerung an 100 Jahre russische Revolution. Hätten wir danach gefragt, ob die russische Revolution eine wichtige Rolle spielen soll, wäre es zu ähnlichen Ergebnissen gekommen oder wie wäre Ihre Sicht oder hätte es sich unterschieden? I would begin with saying that in order to understand the meaning of various commemoration events and various memory politics, and I would prefer talking about memory politics, not history politics, because I'm a professional historian. It pains. We have to realize that we are now experiencing a kind of a clash of two memory cultures, if you wish. One memory culture is based on the idea that people should address mostly the sins of their nation, the problematic pages of history of their nation, some sort of cosmopolitan, if you wish, approach to history, which is seen as a field where people discussing from various points of view find common ground and reconciliation. But there is another memory culture, which is very typical for post-communist Europe and partly for Russia also, where memory is about is perceived as agonistic something, is a space where people fight their wars. And we can see how the dominance of cosmopolitan approach in the 90s is replaced by the dominance of this agonistic approach to memory today. In this respect, when people in Russia say that we shall continue coming back, we should continue coming back to the Second World War, to the Great Patriotic War. It is part of this story also, because it is about the moment when Russia was together with good guys in the West against bad guys in the West. And maybe not only in the West, but in Asia. And that is something which is not only the element, important element of Russian identity politics, but also Russian self-representation for the world. We fought and we won with Nazism. Darf ich da einmal einhaken, Herr Miller? Das zeigt diese starke Bedeutung des großen Vaterländischen Kriegs in Russland, die Befreiung von Europa vom Faschismus.
Mich würde von Herrn Cichocki interessieren, wie wird diese sehr starke 85% sagen, das ist sehr, sehr wichtig in Russland. Wie ist das aus der polnischen Perspektive? Wie bewerten Sie dieses starke Narrativ, was als Befreiung vom Faschismus präsentiert wird und auch in den Köpfen eine wichtige Rolle spielt? Thank you for the question. I decided to follow this course of your polls, showing that the first choice in Poland is Anglo-Saxon one. So I decided to speak English according to that, not German. I think yes. I this is a very strong tendency in Poland as well. That there is no agreement for a kind of bold line in issues related to history, and history is perceived as something vivid and something important for present, and they are many elements of this devotion to history we can observe now in the Polish public and political life. Second World War is of course one of the most important elements of this culture of memory or the presence of the past of history in the public, in the common consciousness, but not only this. Another important element is anti-communism, the second probably one, and very important. I want to miss it because it brings us to some. General differences in how history is observed and perceived in Poland and or in Central Europe, in the West Europe, is the perception of the First World War. It was very interesting to observe the discussion in 2013 about the First World War in some Western countries, also here in Germany, and in Central European countries, because. In Western societies, of course, the picture of the First World War provides where this war is a slaughter of nations and this is a tragedy of Europe. But beside of that, we have to remind ourselves that the First World War from the perspective of the Central European societies and states and nations, and especially from the perspective, the Polish perspective, is the rebirth of the region after the partition of the whole region in the second half of the 18th century. So we have here a quite different perspective of this great important event of our history of the 20th century. That would bring me to this principal differences, but I don't know whether this is a time to continue. I can I can add it later if you want. Sie können es gerne später noch einbringen. Ich würde gerne Frau Sasse auch mit einbeziehen und diese Frage doch noch mal ein bisschen weiter mit Ihnen besprechen wollen, also die Wahrnehmung dieser starken Geschichte, des starken Narrativs des großen Vaterländischen Krieges. Was bedeutet das eigentlich für die postsowjetischen Länder? Beispielsweise nehmen wir mal das Baltikum. Mhm. Also es ist ganz klar, dass der Zweite Weltkrieg in ganz Osteuropa ein wichtiger Bezugspunkt bleibt. Aber natürlich ist die Verengung in dem offiziellen russischen Narrativ heute auf den Sieg und dann vielleicht auch eine Verengung auf den russischen Sieg in diesem Kontext, das schwingt ja auch immer mit bei der Diskussion der sowjetischen Geschichte, das ist natürlich an vielen Stellen sehr problematisch. Wenn wir gleich aus den Ländern, die Sie gerade besprochen haben, aus Ostmitteleuropa, schließt sich das Baltikum in der Perspektive natürlich auf den Zweiten Weltkrieg ähnlich an. Da ist die Hauptassoziation der Hitler-Stalin-Pakt und das Verlieren von Nationalstaaten. Und das ist natürlich die Haupterinnerung an den Zweiten Weltkrieg.
Wir werden uns alle erinnern an Diskussionen auch über überhaupt die Existenz von Denkmälern, die an den Zweiten Weltkrieg aus der sowjetischen Zeit erinnern. Vielleicht erinnern Sie sich an den Bronzesoldaten, um den es 2007 verstärkt ging. Es ging zuerst um ein Gesetz, das Denkmäler aus dieser Zeit, die auch an den Zweiten Weltkrieg aus sowjetischer Perspektive erinnern, verboten werden sollte. Das wurde dann durch ein Veto des Präsidenten ausgesetzt. Aber dennoch hat sich an dieser einen Skulptur viel gezeigt über die Debatte. Und im Endeffekt wurde es nicht ganz abgeschafft, aber verschoben. Und das sind natürlich auch in Ländern wie Estland und Lettland mit großen russophonen und russischen Bevölkerungen ein verengendes Narrativ der Geschichtsschreibung in Russland hat dann auch ein Echo, das bespielt werden kann in diesen Ländern. Und das heißt, es ist also ein sehr wunder Punkt dort. Damit will ich nicht verallgemeinern, dass das für die russischsprachige Bevölkerung dass es eine homogene Gruppe sei. Aber das sind natürlich dann, es ist sehr, sehr präsent und entlädt sich bei solchen Fragen. Wenn wir auf die Ukraine schauen, ist klar, dass der Zweite Weltkrieg auch ein wichtiger Bezugspunkt ist. Dort geht es, das ist etwas ambivalenter. Auf der einen Seite ist es hauptsächlich ist die Rolle des Opfers und man hat einen großen Preis gezahlt, aber einen Preis für diesen Sieg, so wird es im Narrativ über den Faschismus wird es gefasst. Das ist etwas ambivalenter. Auch wenn die Westgrenze des Landes heute sich aus dem Zweiten Weltkrieg ergeben hat. Es ist etwas ambivalenter, aber der Hauptfokus da liegt ganz stark auf der Diskussion des Holodomor, der Hungersnot, die durch Stalin insbesondere Ukrainer, ethnische Ukrainer, nicht nur, muss man sagen, betroffen hat und wo es um die Anerkennung des Ganzen als Genozid geht. Also das bei der Erinnerung an Stalin und den Zweiten Weltkrieg, da schwingt dann immer noch andere Dinge, vielleicht auch stärker noch mit als die Frage oder sehr viel stärker mit als die Frage des Sieges. Auch in anderen Bereichen, an die wir vielleicht in dieser Diskussion jetzt erstmal nicht so denken, wenn wir weitergehen nach Zentralasien, sind auch solche Dinge, auch eine Hungersnot Anfang der 30er und auch eine starke Beteiligung an der Roten Armee. Es schwingen also verschiedene Dinge mit, aber diese Verengung, das stößt überall auf Grenzen. Ich will gerne das mit einer Frage verbinden, Herr Biller. Also gehen wir noch mal zurück auf den großen Vaterländischen Krieg, der dieses sehr starke Gefühl bei 85% in Russland auslöst. Damit können wir uns stark identifizieren. Eben ist jetzt das Stichwort gekommen, Umgang mit dem Stalinismus. Wir haben in der letzten Woche gesehen, dass in Moskau ein Denkmal enthüllt worden ist, die Mauer der Trauer. Das Denkmal ist von Putin selber in Auftrag gegeben worden, soll an die Opfer kommunistischer Verfolgung erinnern. Und das ist deshalb natürlich interessant, weil es ja einen sehr ambivalenten Umgang mit der Geschichte des Stalinismus in Russland gibt. Deswegen war es auch interessant zu hören, wie Putin dieses Denkmal eingeweiht hat. Ich habe ein Zitat vom Stern. Er sagt, er hoffe, dass dieses Zitatdatum von unserer Gesellschaft dazu genutzt wird, einen Schlussstrich unter die dramatischen Ereignisse zu ziehen, die unser Land und unser Volk gespalten haben. Ein Schlussstrich unter den Stalinismus, ist das wahrscheinlich, dass das so auch möglich sein wird, das so anzuordnen? Wir sehen ja, dass dass die Aufarbeitung der Geschichte des Stalinismus sehr, sehr konfliktreich in Russland verläuft. Okay, to begin with, we talked for 20 minutes about the Second World War and nobody mentioned Holocaust. That shows you how much our understanding of what is going on is being transformed. Because it is not only how countries in the Baltic region or elsewhere perceive that they lost independence, but also what is their experience with Holocaust and what is their experience with heroization of people who were involved in the Holocaust. Now coming to Stalin, we have to understand that the picture in the West about Russian debates about Stalinism is extremely deformed. Let me give you one example. 2 weeks before this monument which you mentioned was opened and reported, another very big
memorial to the victims of communist repressions was opened again in Moscow, in Butovo, where actual shootings were taking place. And this is a very impressive artistically memorial constructed by the society, private investors, donations, etc., etc. Nobody reported about this event in the Western press. So my feeling is that instead of trying to understand how Russians are dealing with this issue is being simply instrumentalized. Now, what is the significance of this wall of grief? It is probably it belongs to the 900 of memorials of the victims of the Stalinist repressions in Russia. We have 800 something. This is the first one which is opened as a state, officially confirmed by the state and opened by the president. So from this perspective, I would say it is very significant that finally the president of Russia went there to signal that he is, so to say, more or less on the right side about the interpretation of Stalinist repressions. And I would greet it. There are people who say it was hypocrisy. He shouldn't have gone there, he doesn't have a right to do it. When Schmidt went to Warsaw Ghetto, half of German press said he shouldn't have done it for various reasons, right? So my idea is, or was it? Yeah, sorry. So the idea is that the thing happened, and this thing will have consequences. And I think these consequences are good. What is different? Last one thing. There was a belief in 1990s that the central question for Russia is how to deal with the legacy of Stalinism. And there are still people who believe that this is the central question of Russian political development. The majority of people think otherwise. I belong to this majority. Wir in unserer Arbeit in der Körperstiftung arbeiten, wie Sie ja wissen, Herr Müller, auch sehr intensiv mit Memorial zusammen. Und das, was wir hören, ist diese sehr, sehr schwierige Situation, zum Stalinismus zu arbeiten. Das betrifft die Archive, die Archivsituation, in die Archive reinzukommen. Das betrifft auch den Geschichtswettbewerb von Memorial selber. Und wir hören tatsächlich in der Presse und in den Medien natürlich auch immer wieder von Fällen, wo Menschen, die den Stalinismus aufarbeiten wollen, nicht nur behindert werden, sondern ins Gefängnis auch kommen und vor Gericht gestellt werden. Ist das ein falsches Bild? No, it is not wrong, and that is extremely disturbing, and this shows how this field is still contested in Russia. You have to put it together. Danilkin is arrested. And how you bring it with Putin's visit to this wall of grief, how you combine these two, this is a big question. Mm-hmm. I belong to the Free Historical Society of Russia. I'm one of the founders of this organization. We, among many other public organizations, insist on the fastest and fairest possible conclusion of this, I would say, shameful story with Danilkin. But the rest of the things you mentioned were attacks on memorial activities, not from the state, but from other public organizations. And we have this contested field with pretty aggressive
publicly aggressive, fundamentalist oriented, if you wish, organizations in Russia. Yes, it is the case. Ein schwieriges Feld, auch ein vermintes Feld, in dem zivilgesellschaftliche Organisationen Geschichte aufarbeiten, auch zwischen den Ländern. Ich würde gern zu diesem Feld und zum Umgang mit dem Stalinismus ein bisschen was auch hören in den Beziehungen zwischen Polen und Russland. Dort vermittelt sich das Bild, dass die Schwierigkeiten mittlerweile auch wieder zunehmen, dass es über eine ganze Zeit lang sehr viele Projekte gegeben hat, sehr viel Zusammenarbeit gegeben hat, die gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten. Wie bewerten Sie das, Herr Cichocki? Wie ist die Situation? Wie bewerten Sie das? Actually, I think that we are in the situation where many of these projects and attempts are laid down because of the deteriorating relations between Poland and Russia, and these projects are mostly. They are not operated, so this illustrates to some extent the situation in the political relations between both countries. But I would just only say that this interpretation of Stalinism from the Polish perspective, this is not only the problem in the Polish-Russian relations, this much more broader problem. It sometimes touched relations, Polish-German relations even, or some forms of European supranational interpretation of communism and Stalinism, because from the Polish perspective it's a very smart move to draw the attention on Stalinism and to make Stalinism responsible for genocide, which was not only the genocide for example, Polish citizens in Katyn, but it was also genocide very often performed on the people living in the Soviet Union. It is a very smart move because it allows to look at the communism in a much more moderate way. Stalinism was something unacceptable because of Gulag, but communism is not so bad because that was an idea with very positive ideals which should be imposed in Russia, in Central Europe, maybe in whole Europe. I just only want to, in this context, remember you on one book written by maybe the greatest Polish philosopher in the 20th century, Leszek Kołakowski. He published a book in the West, the book about the roots of the Marxism, available in English, and one of the chapters of this book is entitled "Lenin as the Founder of the Totalitarian Regime." So this focus on Stalinism is sometimes, in my opinion, misused to open up the positive approach to the communism as a utopian ideology, which can be, of course, accepted from the Polish perspective. Das kann aus polnischer Perspektive nicht akzeptiert werden. Und wir hören diese Stimme ja immer lauter, dass der Kommunismus nicht wirklich sozusagen vom Westen her, sage ich jetzt mal von Europa her, aufgearbeitet worden ist. Wir sehen das auch an der Diskussion um das Haus der europäischen Geschichte, wo diese Kritik sehr stark geäußert wird. Genau, Sie haben vor kurzem darüber auch geschrieben. Vielleicht können wir dazu gleich noch kommen, Frau Sasse. Müssen die Länder in Europa mehr im Westen liegen, müssen die sich auch kritisch fragen lassen, ob sie den Kommunismus
wirklich richtig aufgearbeitet haben? Oder ist das einfach jetzt auch so ein starkes Narrativ, das die Polen jetzt beanspruchen, wenn ich jetzt so pauschal sagen darf, dass sie den eisernen Vorhang zum Einsturz gebracht haben und die Freiheit errungen haben? Also wie berechtigt ist diese Kritik an den Ländern? Wir sehen das bis zum Haus der europäischen Geschichte, dass es einen zu milden Umgang mit dem Kommunismus gibt. Ich möchte erst einmal sagen, ich glaube, Herr Miller hat eben zwei wichtige Dinge angesprochen, und zwar, dass Geschichtsschreibung immer selektiv ist. Manchmal ist sie selektiver an einigen Stellen als an anderen. Aber das muss man immer kritisch hinterfragen. Und das gilt natürlich, wir hatten erst nach den offiziellen Perspektiven, die auch sich mit einem Staatsnarrativ verbinden, im Moment in der Region gefragt, oder so hatte ich Ihre Frage verstanden. Aber sicher werden auch ganz bewusst Aspekte sowohl des Zweiten Weltkriegs ausgeblendet. Und das muss man natürlich immer mitdiskutieren. Und die zweite Sache ist auch, glaube ich, sehr interessant und sehr wichtig, die Sie angesprochen haben, dass wir bei aller Betonung eines offiziellen Narrativs, was wir im Moment aus russischer Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg stark hören, ist das immer nicht das einzige Narrativ. Und das haben Sie, glaube ich, eben angedeutet, und ich würde es auch gerne noch weiter ausführen. Das ist wichtig, und ich glaube, da sind wir auch beim Zeitpunkt, wann hat Putin die Mauer eröffnet, kurz nach, und dadurch wird aber auch beides sichtbarer, der jährlichen Veranstaltung von Memorial, wo die Namen der Opfer vorgelesen werden. Dann war es auch noch sehr eng am Jahrestag der Revolution, was so ein bisschen vielleicht so dieses Vakuum bespielen sollte. Und es wird dann auch signalisiert, auch der Staat hat offiziell jetzt eine Rolle in diesem Diskurs. Also da spielen, glaube ich, verschiedene Sachen mit. Eine sehr interessante Initiative, die es schon seit Jahren gibt, ist ein Pendant zu den Stolpersteinen, die wir hier kennen. Also das ist eine andere Art der Erinnerung, meistens meines Erachtens eine viel effektivere, als ein großes Bronzemonument irgendwo hinzustellen, wo es die letzte Adresse heißt das. Und es gibt kleine Schilder an vielen Häusern in Moskau, vielleicht vermutlich über Moskau hinaus jetzt, das weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man auch mitdenken, sowohl die Selektivität bei Geschichtsschreibung, Geschichtsdiskurs, aber auch, dass es auch verschiedene andere Dinge gibt, so wie Sie ja auch sagten, es gibt auch verschiedene andere Monumente, aber jetzt so andere Initiativen sind vielleicht noch interessanter. Jetzt aber zu der Frage, und das ist auch wieder, hängt, glaube ich, mit dieser selektiven Wahrnehmung auch zusammen, wie man sich auch dem Kommunismus nähert, und geht das überhaupt als ein riesengroßes Phänomen, tut es nicht, das hat man beim Haus der europäischen Geschichte gesehen, da würde ich mich dem anschließen, dass das dass man sich damit nicht vielleicht im Vorfeld, aber dort, was man jetzt dort sieht, nicht detailliert genug auseinandersetzt. Das Problem ist aber wieder, es gibt dann eben nicht eine Sichtweise darauf. Und das merkt man, glaube ich, beim Haus der europäischen Geschichte so stark. Und es hat sich ja auch selber so definiert. Und wenn Sie hingehen oder auch nur im Internet gucken, wie es sich definiert, die Idee ist, einen Ort für europäisches Gedächtnis zu schaffen, so heißt es dort, aber auch eine Linie zu finden. Und also das wird auch von den Kuratoren und Kuratorinnen betont. Und das finde ich einen sehr problematischen Ansatz für alles, was, das hat man ja, also wir wissen das auch aus deutsch-polnischen Versuchen, ein Geschichtsbuch zu schreiben, jetzt gibt es den ersten Band, aber alle Versuche, eine Linie zu finden bei einem Ergebnis, kann nur der kleinste, gemeinsame, sehr langweilige, nicht sehr kontroverse Nenner sein. Und man hat, also ist mein Eindruck, auch beim Haus der europäischen Geschichte auch stark das Gefühl, das ist schon eine EU-Perspektive, es kam natürlich auch aus einem, wurde auch so finanziert, die Sprachen, in denen man da sich das angucken kann, das ist also schon, da wäre eher ein EU-Projekt als ein europäisches Projekt, daher werden dann auch noch Kommentare jetzt über Ost- und Mitteleuropa hinaus an dem ganzen Projekt natürlich berechtigt. Man fängt am Anfang an mit einer Vorstellung, Europa hat keine klaren Grenzen, aber irgendwie am Ende werden sie doch immer klarer. Aber das Problem ist dabei, glaube ich, dieser Versuch, und der schwingt ja häufig mit, wenn es ein offizielles Narrativ ist, und da ist jetzt auch Russland gar nichts anderes. Im Untertitel zu unserer Diskussion hier stand ja Renationalisierung von Geschichtsschreibung. Das ist ja nach wie vor das Hauptmodell der Geschichtsschreibung überall. Und dann wird mal was umgeschrieben, aber dass wir schon mal weiter waren und nicht nationale Geschichte geschrieben haben, da könnten wir vielleicht mal irgendwann hinkommen. Und die Idee von multiperspektivischer globaler Geschichtsschreibung ist ja noch sehr in den Anfängen. Und das aus der europäischen Geschichte, am Anfang dachte ich, das wäre ein Versuch, da etwas hinzukommen. Aber das ist, glaube ich, nur begrenzt geglückt. Und bei einigen Themen sieht man mehr verschiedene Perspektiven auf ein Thema, ohne sie zu vereinen. Aber beim Kommunismus ist es da meines Erachtens auch nicht besonders gut geglückt. Kommunismus ist ein Thema natürlich, worauf sich die Kritik bezieht.
Aber dann spiele ich jetzt mal die andere Seite aus der Perspektive, man will ein Museum machen zur europäischen Geschichte. Das ist von Anfang an eigentlich von allen Fachleuten gesagt worden, wird gar nicht funktionieren können, weil es kein Narrativ gibt, auf das man sich einigt. Was heißt das dann aber für Europa? Ist das sozusagen dann die Kapitulation davor, dass man versucht, gemeinsam ein Geschichtsverständnis zumindest zu entwickeln? Ich will noch mal ganz kurz bei dem Haus der Geschichte bleiben. Ich habe schon darauf hingewiesen, Herr Zierotzky, Sie haben das sehr stark kritisiert, das Haus der Geschichte. Sie haben geschrieben in einem Blogbeitrag im Internet, die Geschichte werde von denjenigen erzählt, die eine völlige Veränderung Europas anstreben und einzelne Nationalgeschichten nicht mehr zulassen möchten. Und diese Kritik ist jetzt nochmal verstärkt worden. Vor ein paar Tagen hat Paweł Okielski, der Direktor des Museums des Warschauer Aufstands, in der FAZ einen Artikel geschrieben, wo er das Haus der europäischen Geschichte zerreißt. Und er sagt, da wird ein Narrativ, eine Erzählung präsentiert, wonach Europa seit der Französischen Revolution auf dem Weg in eine ideale, klassenlose und der Nationen entledigte Gesellschaft sei. Und das ist das Negativbild. Das wird kritisiert. Das kann man auch kritisieren. Ich frage aber, was wäre denn das positive Bild? Also, wie soll man die Geschichte erzählen? In einem Haus der Geschichte soll es ein Panorama von Nationalgeschichten sein. Und ich würde gleich auch gerne noch ein bisschen über die Veränderung in Polen sprechen, wo der Artikel ist ja auch überschrieben mit der Frage, worauf können wir stolz sein, wo der Stolz auf die Helden des Landes nebeneinander gestellt werden und wir sagen, das ist die Geschichte Europas. Die Kritik ist nachvollziehbar. Die Aufgabe ist unendlich schwer. Was würden Sie sagen? Wie sollte ein Haus der europäischen Geschichte, welches Narrativ, welche Erzählung sollte es präsentieren? I think first of all, dialogue. Without dialogue, it is not possible. And the way in which this exhibition and this institution was established was everything but not dialogue. There were no other institutions, groups, historians involved in the process of the creation of this institution from the very beginning. Each attempt to have a contact with the group responsible and appointed by the European Parliament for establishing these institutions, each attempt of having a contact with them to give any kind of comments, of contribution on any stage of the process of creating this institution and this exhibitions were rejected. Das ist der Prozess. So no. I think it's very important point because. I have nothing against the European vision of history, and I have nothing against the projects which try to find a way to create any common narratives. But without dialogue and without the common understanding of European history, these attempts will remain void. And this is exactly the problem with this institution. And this is not only my opinion. And this is not the opinion only of Mr. Okielski. This is the opinion, for example, very strongly and very professional, described in the report prepared by the platform of different institutions and historians from different countries, including Germany, from Central Europe. So I think something
has to go wrong in this project, and it would be very nice to think over what was wrong in this project, why we have now such a situation where we have in the Brussels the exhibition about the European history with this aim to show the common narrative, and so many countries, so many people don't see any place for them in this kind of narrative. In that sense, this narrative is absolutely not common, and that is why I think we have together we have to think over this about this this situation. Die Narrative verändern sich auch. Ich würde gern absolut. Ich würde gerne doch auch noch mal zu den jüngeren Entwicklungen in Polen kommen, weil wir ja vor dieser Folie über so ein Haus der Geschichte, über eine gemeinsame Geschichte diskutieren. In Polen ist die Geschichtspolitik in der Bedeutung sehr, sehr stark gemacht worden in den letzten Jahren. Das zieht sich durch dann bis in die Bildungspläne in den Schulen. Wir haben in unserem Bereich hier ja mit Geschichte und Geschichtsunterricht auch zu tun. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten. Seit Anfang 2015 wird durch die PiS ja sehr rigide sozusagen ein neues Geschichtsbild vermittelt in Polen. In den Bildungsplänen, die jetzt veröffentlicht worden sind und jetzt gelten ab September, im Fach Geschichte beginnt eben die Geschichte nicht mehr mit der Antike oder dem Römischen Reich, sondern mit dem polnischen König im 10. Jahrhundert. Militärgeschichte steht im Vordergrund. Und Beata Szydło hat in ihrer Regierungserklärung 2015 da auch das Programm ja schon benannt. Sie sagte, Zitat, mit staatlicher Unterstützung sollen Werke entstehen, die Polen und der Welt von unseren großen Landsleuten, unseren Helden erzählen. Schämen wir uns nicht, ein Ethos der polnischen Helden aufzubauen. Das wird benannt unter dem Konzept des affirmativen Patriotismus, also des bestätigenden Patriotismus. Wenn man das jetzt ganz stark reduziert, ist die Idee dahinter, das Erziehungsziel dahinter, hinter dem affirmativen Patriotismus, dass die jungen Menschen den Patriotismus bestätigen sollen und dann vielleicht noch in einer parteipolitischen stark vertretenen Richtung? I have nothing against patriotism. I think patriotism is a very good idea. However, of course, I share your concerns that patriotism is sometimes an idea misused politically, and we have to be careful about how some programs or some ideas are realized. But, you know, I can answer your question from my personal view. I have two kids. My daughter is in primary school and my son is in secondary school. So I have a permanent discussion with them about history teaching, for example. Because the fact is that we have in Poland now not the first reform of the educational system introduced by PiS government, but As a father, I remember at least two others. So I have experienced at least three different reforms of the educational system in Poland. And it's true that the education of history plays a very important role in these reforms, and that we have since many years a very strong discussion among historians, teachers, and politicians too. To what extent history should be present in the secondary and in the primary school? How to teach history? How to teach history in the 21st century, whether we should be focused mainly on the national narratives or maybe we should be more focused on this horizontal European one. And obviously this reform you have mentioned is focused mainly on this first idea, but from my experience as a father
I am afraid that we will probably expect another reform in education. So this is. Diese Frage, Entschuldigung, die Frage, die Sie stellen, würde ich gerne nochmal aufgreifen wollen. Yes, please. Also wie soll Geschichte gelehrt werden? Denn in unserer Umfrage war das auch eine Frage an die Bevölkerung, wie soll eigentlich Geschichte dargestellt werden? Es ging um die Frage auch, sollen die Errungenschaften und die Siege in der Geschichtsschreibung stärker betont werden als die Niederlagen und Verbrechen? Und in Polen haben diese Aussage 53% zugestimmt, also die Errungenschaften und Siege. Was aber auch heißt, dass 47% nicht zugestimmt haben. Ist das nicht auch eine Situation, die schwierig ist, wenn staatlicherseits ein sehr starkes Narrativ von Helden über die Bildungspläne umgesetzt werden kann? Wir erleben, dass auch in Museen Personal ausgewechselt wird, was sich dagegen stellt. Heißt das nicht auch, dass die Bevölkerung gespalten ist und dass diese Spaltung verstärkt wird? I think the past in history is always something which united us on the one hand, and on the other hand is something which make us different and which contributes to conflicts in public. And I see nothing wrong in taking strong position in the public discussion about past and about history. I can just only try to answer your question from the position of someone who is a professor at the university. And my problem is that I receive students who are after this primary and secondary education in Poland. And I try to make my seminars about the politics, for example, or about history. And I have people who should be educated and should understand the processes of the history in Poland and in Europe and in the world. And the majority of them are absolutely unable to find any sense and to define any sense in the historical process of its own country, of its own nation, or any sense of the processes in the history of Europe. So if I should answer your question from my position, I would say we should teach history in that way, that this history of the country, of the region, of Europe, of the world is understandable for people, that we have people who understand the historical processes. That is the main problem from my perspective, from the professor who has to teach people which are mainly, in the majority, very often analphabets with regard to the history. Ich glaube, dass auch die Frage, die Sie berührt haben, es muss auch konträre Geschichtsbilder geben. Man muss über Geschichte und Geschichtsinterpretation diskutieren können. Das ist vollkommen richtig. Aber letzte Frage, bevor ich ins Publikum öffne, weil das für Polen, glaube ich, doch auch noch mal angesprochen gehört. Wir haben ja die Situation, dass jetzt bestimmte Geschichtsbilder justiziabel werden in Polen, dass es sozusagen Gesetze geben soll, die unter Strafe stellen, die Frage zu behandeln der Rolle in Polen bei dem nationalsozialistischen Judenmord. Wie bewerten Sie das, wenn eben es nicht mehr nur darum geht, die Diskussion zu führen, sondern wenn es ja auch in der Gesetzgebung sozusagen sich niederschlägt und bestimmte Dinge verboten werden? Das betrifft ja auch die Frage, wie Wissenschaft arbeitet. Unsere Prinzipien sind, dass Wissenschaft frei forschen kann, ihre Ergebnisse frei darstellen kann. Sehen Sie da eine Gefahr, die sich da aufzeigt in Polen? I of course prefer discussion and not
courts. In that sense, I believe very strongly in this ability to discuss and in the public sphere and in the politics, not in courts, which should solve our public and political problems. But on the other hand, we have a very very telling example here in Germany. This is the example of the public broadcaster ZDF. And the long story of the struggle with this broadcaster, because of tendency to go to the dispute before the courts is mainly related not to the academic discussion, but to particular cases where, for example, the media in different countries use this notion about the Polish death camps. And that is exactly the case of ZDF, where after a year of dispute, a year, we needed a year to discuss this. And after the year of dispute, because of the decision of the German court, ZDF is forced to apologize for this for this notion. So on the other hand, we have such problems, and sometimes, as we can see on this example, there is no other way to convince media to apologize for such an expressions. Vielen Dank. Bis hierher. Jetzt sollen Sie die Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben zwei Mikrofone. Beginnen wir mal auf dieser Seite, hier vorne. Bitte. Ja, stellen Sie sich kurz vor und kurze Frage. Karl-Georg Wellmann, bis jetzt Mitglied im Deutschen Bundestag, Berichterstatter für Russland, Ukraine und Weißrussland. Ich will mal versuchen, das etwas ins Politische wieder zu rücken und dass wir kein Philologenseminar hier machen und unseren russischen Freund eine Frage stellen. Das deutsche Vertrauen in der Welt heute wäre undenkbar ohne die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Undenkbar bis heute. Und ein deutscher Politiker, der ein gutes Haar ließe an der nationalsozialistischen Regierung, wäre erledigt. Wenn ich meine russischen Freunde frage, auch solche, die mit der Regierung sehr viel zu tun haben, warum die Welt Vertrauen in Russland gewinnen soll, wenn nach wie vor Stalin als Lichtgestalt von einigen bezeichnet wird. Das Narrativ ist ja häufig, ja, da sind viele unter die Räder gekommen. Das war aber die Umschmiedung der Gesellschaft und das war notwendig, um das industrialisierte Sowjetunion zu schaffen. Und wenn ich die Frage stelle, warum macht ihr das? Dann sagen sie, ihr Deutschen oder ihr Europäer habt ganz viel, auf das ihr stolz sein könnt. Damit meinen die also nicht Schiller und Goethe oder Beethoven oder so, sondern die Entwicklung nach dem Krieg, Made in Germany, eure Industrie, eure Wissenschaft, eure Stärke, eure Industrie. Wir Russen haben nur ganz wenig, auf das wir stolz sein können. Das eine ist Juri Gagarin, wir waren die Ersten im Weltraum. Und das zweite ist der Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Ist es so, dass die Russen das Problem haben, auf zu wenig stolz sein zu können? Dass sie sagen, wir waren die Sieger des Zweiten Weltkriegs, aber jetzt sind andere, angefangen von den Polen, die Deutschen sowieso stärker als wir ökonomisch. Ein finnischer Ministerpräsident hat neulich die Frage gestellt, sagen Sie mir mal, die Frage können Sie sich selbst beantworten, welchen Gegenstand des täglichen Gebrauchs Sie haben, der aus Russland käme. Die Russen importieren 100% der Mobilfunktechnik. 100% der Medizintechnik. Sie können nur noch verkaufen und nichts mehr produzieren. Sie können nicht mal mehr Autos produzieren, die irgendeiner kaufen möchte. Der Punkt ist angekommen. Ich glaube, die Frage ist angekommen. Vielen herzlichen Dank. Ich würde doch jetzt vorschlagen, auch angesichts der Zeit, dass wir noch mal ein paar Fragen jetzt dazu sammeln, wenn Sie einverstanden sind. Mhm. Und Sie dann auch schauen können, wo Sie darauf antworten. Da vorne sehe ich Herrn Meckel, der möge das Mikrofon einmal bekommen.
Dankeschön. Ich fand das eine sehr spannende Diskussion und möchte kurz reagieren, indem ich Herrn Czechocki recht gebe in dem Prozedere des Hauses der europäischen Geschichte. Dass dies so geheim abgelaufen ist, war, glaube ich, wirklich ein Problem. Und das muss man den beiden Präsidenten, die in dieser Zeit wichtig waren, Herrn Pöttering und Martin Schulz, gleichermaßen zuschreiben, dass das so geheim gemacht worden ist und nicht so diskursiv, wie Herr Czechocki mit Recht einklagt. Ich muss aber gestehen, wenn man das Ergebnis sieht, und dann bin ich ehrlich gesagt eher positiv überrascht, in der Weise, dass ich sage, dass der Kommunismus in einer Weise angesprochen wird, wie dies in Westeuropa bisher selten der Fall ist. Denn wir müssen ja sehen, dass in Europa es Konsens über den Nationalsozialismus gibt, über den Kommunismus, einschließlich Deutschland, sind wir noch weit entfernt davon, ein angemessenes Bild zu bekommen. Und auch die Bedeutung etwas Hitler-Stalin-Paktes wird dort durchaus sehr deutlich angesprochen. Insofern kann man fragen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich würde sagen, es ist halb voll und die Richtung ist die richtige. Meine Frage ist aber, ob nicht Sie anerkennen müssen, dass vielleicht die Entwicklung in Polen, Sie haben es beschrieben, mit einem nationalen Heroismus dann doch dem russischen Beispiel folgt heutzutage. Das heißt, man dann jeweils auf die eigene Nation den jeweiligen nationalen Heroismus folgt und man sehen muss, dass da, wo Diskursivität Grundlage der Geschichtsdarstellung war, wie etwa im Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig, dass genau dieses Projekt stark attackiert wird und unter Beschuss steht, sodass die Diskursivität, die in Brüssel fehlte, in Polen da war, aber gerade da jetzt entsprechend attackiert wird. Das muss ich gestehen, halte ich für ein wirklich großes Problem. Und meine Frage ist an den russischen Kollegen Herrn Miller, ob wir nicht Chancen suchen sollten, wo wir gemeinsam als Deutsche und als Russen ein Wort finden können gegenüber den Ländern, die vom 23. August 1939 betroffen waren und in Russland deutlich machen sollten, dass der Krieg eben nicht erst 1941 mit der Aktion Barbarossa begonnen hat, sondern 1939 und dies in Europa und überall immer wieder deutlich zur Geltung zu bringen, scheint mir eine gemeinsame Aufgabe zu sein. Vielen Dank. Ich muss jetzt leider auswählen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, auf die Antworten zu reagieren. Ich sehe noch Herrn Krupa da hinten, der sich gemeldet hat. Ja, vielen Dank. Die Veranstaltung, die Frage heißt ja Geschichte als Waffe. Und wir haben jetzt viel gehört über verschiedene Perspektiven, die eigentlich bei Geschichte immer eine zentrale Rolle spielen. Der Begriff Multiperspektivität als Einforderung ist aber so eigentlich nicht gefallen. Und mich würde mal interessieren, eine Sichtweise und eine Debatte darüber, inwieweit man, wenn man jetzt auch die Ukraine denkt, den Ukraine-Konflikt, wo viele vom Zweiten Weltkrieg belastete Begriffe benutzt werden, ganz gezielt, um eben Politik zu erklären oder zu rechtfertigen auch, inwieweit das Einfordern von Multiperspektivität nicht das zentrale Element von Geschichtsaufarbeitung und Umgang mit Geschichte sein müsste. Und ich würde gerne eine letzte Frage nehmen. Das tut mir leid, wenn ich einige auch enttäuschen muss angesichts der Zeit. Vielleicht können wir uns in der Pause noch ein bisschen auch austauschen, dem Herrn Botschafter auch noch mal die Gelegenheit geben. Vielleicht würden Sie eine Frau auf mein Wort kommen lassen. Mache ich dann... Wir haben auch eine auf dem Podium, genau. Mache ich gerne. Ich nehme, damit das sozusagen keine Unzufriedenheit hinterlässt, auch noch mal gerne gleich eine Frau ran. Frau Pörzgen, dann würde ich Sie mit rein einbinden. Bitte schön. Mal auch als Historiker gesprochen und nicht nur als Botschafter. Der Versuch, gemeinsam eine Geschichte aller zu schreiben, wird immer schwierig bleiben und ich glaube, uns nicht gelingen. Aber wir müssen uns, das muss der Kern sein, darauf verständigen, wie betrachtet jeder seine nationale Geschichte und geht er ehrlich mit ihr um? Richten wir den Blick auf die ganze Geschichte, ist es nur eine Geschichte der Helden oder auch eine Geschichte der Täter? Und wir haben in der Debatte, und das zeigt, wie wenig wir uns darüber klar sind, dass wir so über unterschiedliche Dinge reden, ständig abwechselnd zwei Begriffe benutzt, die etwas völlig Unterschiedliches bedeuten. Der Zweite Weltkrieg und der Große Vaterländische Krieg.
Und hier wird Geschichte als Waffe benutzt in Russland, in dem der letztere Begriff bewusst forciert wird. Die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges ist patriotisch und heldenhaft und glorios. Und da kommt man zu 85% Zustimmung, wie in der Umfrage. Und es ist per Gesetz verboten, das Ansehen der sowjetischen Streitkräfte in der Zeit des Zweiten Weltkrieges zu beschädigen. Das heißt, wer über Katyn redet, macht sich potenziell schuldig. Und solange wir uns nicht darüber verständigen, dass es auch über die Täter geht und nicht nur über die Opfer und Geschichte nicht nur ein Tsunami ist, der von außen kommt, durchs Land rast und alles zerstört, hinausgeht, alle sind Opfer und keiner ist es gewesen, werden wir nicht zueinander kommen. So, Frau Pörzgen, ich hoffe, Sie entschuldigen Sie, dass ich jetzt Sie noch mit einbeziehe, sozusagen unter den Umständen, unter denen das anmoderiert worden ist. Ich hätte Sie auch gerne einfach zu Ihrer Frage so mit einbezogen. Ja, ich freue mich doch, dass ich fragen darf. Ich habe eine Frage an Frau Sasse, weil wir sehr viel über Polen und Russland gesprochen haben. Würde mich interessieren, was sind eigentlich die Hindernisse, auch im deutschen Geschichtsunterricht die osteuropäische Geschichte stärker zu verankern? Meine Erfahrung ist, dass immer noch sehr stark westeuropäische Geschichte, wenn überhaupt europäische Geschichte und nicht Nationalgeschichte, in den oberen Klassen unterrichtet wird. Und das natürlich sehr stark dazu beiträgt, dass es an grundlegendem Verständnis fehlt, sei es in der Ukraine-Krise oder in anderen Krisen. Und man da zwar nachbessert im Politikunterricht, ich bin jetzt selber eingeladen vom sächsischen Kultusministerium zur Ukraine-Krise mit Politiklehrern zu arbeiten, aber im Geschichtsunterricht scheint mir da wahnsinnig wenig zu passieren und ich wüsste gerne, warum das so ist und ob Sie sozusagen Wege sehen, auch gerade in dieser Institution hier, Körperforum, wie man das verändern könnte. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, auch noch an Frau Sasse. Ich würde Sie einfach gerne bitten, für einen Abschlussstatement, die Fragen, die Sie gehört haben, an den Stellen, wo Sie das mit einbinden wollen, das auch mit zu beantworten. Wollen Sie anfangen, Herr Miller? Okay. What I like most about this panel is that it serves as a perfect illustration to our previous panel. The next time somebody wants to talk about the conflict between European values and Russian values, keep in mind this panel. You have a conflict of values inside Europe, so just stop pretending. Now, your question. Probably you have a very bad luck with your Russian friends because what they say is totally stupid. There is a long list what Russians can be proud of, there is no need to save Stalin from that, for that. And I would say with small exaggeration that the official position of the state expressed by two presidents we had, or three, Yeltsin, Medvedev, Putin, they never said that Stalin was good. They didn't condemn him properly, which is, from my point of view, a stupidity. But they never said it, he was good. Communism is a big issue. What is the Russian problem with communism? Everybody said that communism is something which is alien to them. It was brought by Moscow. So the problem of communism was, so to say, exported. Well, there are some Russians who are trying to export the responsibility of communism to the Jews, but we don't want to go this way, of course. Now, common voice with Germans. Well, let me remind you two things. That a Russian official attitude to, say, one emblematic event, Molotov-Ribbentrop Pact, was pretty opportunistic. In 1989, the pact was condemned by the Russian Congress of Deputies, officially. It was recognized, the protocols were published, and it was condemned. A year later, or 2 years later, those Russians who lived in Baltic states were proclaimed the legacy of occupation and deprived of citizenship. Next time, in 2009, Putin went to Westerplatte and said that it was
something regrettable, that Red Army couldn't liberate Europe because it was not free itself, but it could liberate Europe from Nazism, which for some particular groups of population is still important. For me, unexplainable collapse of European memory politics is that we commemorate the victims of two totalitarian regimes on the day of the conclusion of the Molotov-Ribbentrop Pact. So I have to commemorate the guys who were killed by the Russian army as Latvian or Lithuanian fighters, together with the memory of my relatives who were killed by the Latvian guys in 1941 in Slonim in Belarus. Thank you very much. Honesty, I think that is the key. A prominent Polish historian, Andrzej Nowak, said, we have to choose whether our history is about Jedwabne or about Westerplatte. It is about both. The problem is that in so many countries, this question, whether Jedwabne or Westerplatte, is taken seriously. They buy it. Okay. And cutting. One more thing, cutting. Yes, every country in the post-communist space has memory laws. Only one country has a memory law which prohibits heroization of their own war criminals. This is Romania. All the rest is about how we protect our own heroes. Ukraine has four, Poland has two, if I remember correctly, Russia has one, and so on. Alexei. Cutting as an example of this agonistic memory wars should be addressed in many ways. What is the interpretation? Is it a war crime? Is it a genocide? We have genocide of Polish ethnic Poles in Soviet Union in 1937, no question. Cutting is not the same case. But I mean, honesty. As soon as we get down to this, we can deal with all these issues. As soon as we perceive both sides as manipulating and fighting wars in order to get out of this confrontation with a winning hand, at that time we are lost. Okay, thank you. Frau Nasse. Ja, ich würde gerne noch zwei Sachen aufgreifen, bevor ich kurz dann auch auf die Frage, die an mich gerichtet war, antworten möchte. Ich möchte einfach nochmal betonen, glaube ich, dass wir nicht immer in unserem Diskurs über internationale Politik mitdenken, was wirklich wichtig ist für das Prägen des Geschichtsbilds und auch damit der Werte, wie wir diskutiert haben. Und dass die Herausgabe neuer Geschichtsbücher, die sehr stark auf eine nationale oder Renationalisierung, noch weitere Renationalisierung sich fokussieren, dass das ist der wichtige Knackpunkt, warum es zunehmend einen Unterschiede zwischen den Generationen gibt. Wir haben betont, wir brauchen Diskurs, aber Diskurs in Geschichte ist nicht im luftleeren Raum. Wenn Dinge gar nicht mehr vorkommen, wenn nationale Geschichte plötzlich sehr spät anfängt, all solche Dinge, das verschiebt sich und das verschiebt sich für gerade die jüngere Generation enorm. Und das ist kein osteuropäisches Phänomen, aber wir diskutieren jetzt gerade heute hier vor allem Osteuropa. Aber da mehr den Blick drauf zu haben, das vergessen wir, glaube ich, manchmal, wenn wir auf internationaler Ebene unterwegs sind. Ich glaube, da verschiebt sich was und die Auswirkungen davon sind erstmal nicht als Waffe im internationalen Kontext, sondern im Land, im jeweiligen Land selbst. Das hat dann starke politische Auswirkungen über einen langen Zeitraum hinweg und dann auch ein internationales Echo. Dann will ich einfach sagen, ich habe auch mal irgendwann Geschichte studiert. Mir wird sehr unwohl, wenn ich Begriffe wie gemeinsame Geschichte, auch schon nationale Geschichte, patriotische Geschichte und so weiter höre. Ich glaube, Geschichte braucht keine Adjektive und darf sie nicht haben. Entweder ist es fundierte, transparente, auf der jetzigen Quellenlage, die uns zugänglich
zugänglich ist, nachvollziehbare Geschichte, oder sie ist es nicht. Es gibt da politische Projekte, das ist ganz klar, aber das, dahinter steht auch der Anspruch, und ich habe, glaube ich, das Wort multiperspektivisch kurz erwähnt im Zusammenhang mit dem Haus der europäischen Geschichte. Ich glaube, die wirkliche Herausforderung sowohl an Geschichtswissenschaft als auch darüber hinaus, wie man das dann vermittelt und auch im Unterricht mit einsetzt, da bin ich gleich bei der Frage, ist eine große Herausforderung, aber wir müssen, das heißt, es setzt voraus, und das gilt in Deutschland genauso wie in Osteuropa, mit dieser Verständnis von linearer Chronologie, von auf die Nation sich fokussieren, auch wenn wir nicht unbedingt das als Heldengeschichte schreiben wollen, ist dennoch diese Linearität ja immer vorgegeben. Und da sind wir gar nicht anders als irgendein osteuropäisches Land. Und das ist schwierig, aber das heißt einfach, auch für so Projekte, Sie fragten vorhin mal, wie sollte so ein Museum aussehen? Das ist natürlich immer schön, wenn man es nicht selber macht, dann kann man sich das immer besser alles vorstellen. Und das ist nicht keine einfache Aufgabe. Aber da müsste man gleich vielleicht ganz aufgeben, überhaupt eine Chronologie erzählen zu wollen, sondern sich einzelne Momente, bei denen man sich wirklich in der Geschichte überhaupt nicht einig ist, zu nehmen und das nebeneinander zu stellen. Das ist für mich ein Raum für Diskussion, nicht wieder eine andere Art von Linearität zu schaffen. Das gilt national, aber auch auf europäischer Ebene. Und zum Punkt, also ich wünschte, ich hätte eine Antwort. Also die erste Antwort ist erstmal, wir brauchen sehr viel mehr Osteuropa, auch in deutschen Geschichtsbüchern. Es wird eher weniger, habe ich das Gefühl, auch was historische Themen angeht, wenn wir auch über die Präsenz selbst eines Ereignisses, wir sagen jetzt immer, dass in Russland 1917 irgendwie weggefallen ist in Erinnerung, aber auch bei uns ist es irgendwie, wenn ich mir jetzt angucke, ist schon weniger Platz und weniger Kontext, als ich es noch erinnere. Es zeigt nur vielleicht, wie alt ich bin. Das heißt, wir müssen auch da bei uns drüber nachdenken. Das kann, ich glaube, das ist auch wieder damit verbunden, dass wir über, als auch Geschichtsbücher, auch im Unterricht, werden auch linear gedacht und die sind schon irgendwie voll. Und dann kommt das Argument schnell, das passt ja jetzt gar nicht mehr alles rein. Das passt nicht ins Buch, es passt nicht in den Lehrplan. Das ist natürlich fatal. Also wenn wir dann gegenwärtige Ereignisse, Entwicklungen als Anknüpfungspunkt nehmen würden. Und die passen ja auch, und das wird ja auch durchaus im interessanteren Geschichtsunterricht praktiziert. Das geht auf jeden Fall, auch mit der Gegenwart zum Teil anzufangen und zu sehen, was heißt denn das heute? Welche Perspektiven geht es daraus? Oder wenn es nicht alles ins deutsche Geschichtsbuch reinpasst, dann nehmen wir halt noch das Polnische und das Russische mit hinzu und schauen mal, wie es da aussieht in vielleicht übersetzten Passagen. Also es gibt eine ganze Art von Dingen, die sich eigentlich einfach umsetzen müssten mit etwas gutem Willen und auch etwas Bereitschaft, Expertise auf diese Weise zu vermitteln. Dahinter steht natürlich auch wieder, und auch im deutschen Kontext, wenn das lange Zeit nicht so der Fall ist, sind natürlich auch die, die diese Bücher, vielleicht nicht nur die, die Bücher schreiben, aber die damit arbeiten, auch nicht in dieser Denkweise irgendwie geschult. Also es setzt sich dann immer fort. Ne? Das ist dann also auf allen Ebenen, müsste man das gleichzeitig irgendwie versuchen aufzubrechen und einfach ungemütlicher zu machen. Okay, danke. Herr Czerwinski, Sie haben das Schlusswort. Oh, thank you very much. It's nice. Maybe one just brief comment about genocide this other point about the Museum of Second World War in Gdańsk. Using this term genocide, I relate to Rafael Lemkin, who coined this this term for United Nations in the end of 30s, very good and famous Polish Jewish professor of law from university in Lwów. If you want to understand what this term means and what is genocide, this concept elaborated by Lemkin is very instructive and very illustrative, I think. Museum of the Second World War in Gdańsk. That's a very interesting case of discussing what you have mentioned, namely how to illustrate, how to teach, and how to explain such an historical event as the Second World War. And indeed, there were from the very beginning two different points of view, two different approaches to this issue. One much more concentrated on this national narrative, and this other of the broader multi-level European
European narrative. The problem of the politicization of this project, Mr. Meckel mentioned, I think this problem was from the very beginning of this project, because it was a personal project launched by the previous Prime Minister Donald Tusk. And actually, that this museum was his idea, and Professor Machcewicz, who was the advisor to the Prime Minister Tusk in this issue of political history, he was appointed to the head of this museum, and the situation now, I think, is the logic consequence of this development. From the very beginning, it was highly politicized project. But I am rather optimistic. I think that we will come. Probably, it will need more time, and probably will be not now. But I am optimistic in that sense that we will come sooner or later to a sort of conclusion how to describe the Second World War in this museum, looking for some compromise between these two different perspectives. Das Haus der Geschichte, sagen Sie, ist politisiert worden. Die Geschichte ist politisiert worden. Ich glaube, wenn es einen Konsens hier gibt in der Runde, dann ist es der, dass die Politisierung von Geschichte in Form eines multiperspektivischen Blicks möglichst zurückgedrängt werden sollte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Diskussion, für die lebendige Diskussion. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange jetzt durchgehalten haben und ausgehalten haben, und freue mich, dass Sie jetzt beim Mittagessen das Gehörte noch ein bisschen vertiefen und austauschen können. Und wir beginnen dann aber pünktlich um 14 Uhr wieder hier im Plenum. Vielen Dank. Applaus